Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Nico Sinning, ich bin Facharzt hier in der Abteilung für Neurochirurgie in der AK Altona und ich darf Ihnen heute etwas über Hypophysentumoren erzählen. Am Anfang gibt es eine kleine Präsentation und dann haben Sie Zeit, Fragen zu stellen, die Ihnen so einfallen und auf dem Herzen liegen. Genau, die Hypophyse selber. Wo ist sie eigentlich? Was macht sie? Sie liegt genau, wie man hier auf dem Bild sieht, in der Mitte des Kopfes oder ziemlich genau in der Mitte des Kopfes, hängt unten am Gehirn dran, daher kommt auch der Name und ist relativ klein, man sagt so ungefähr wie eine Erbse, vielleicht auch wie eine Haselnuss, wiegt ungefähr ein halbes Gramm und ist die Hormonschaltzentrale unseres Gehirns. Wenn man sich die Anatomie jetzt mal ein bisschen genauer anguckt, dann sehen wir hier auf der linken Seite den Blick in den Schädel. Das ist ein Blick, wenn man den Kopf in der Mitte durchschneiden würde und von der Seite drauf guckt. Und hier in dem markierten Bereich ist die sogenannte Sella, also der Sattel. Und genau da sitzt die Hypophyse hinter der Nasenhöhle und direkt an der Keilbeinhöhle. Direkt daneben sieht man ein MRT von der gleichen Ansicht. Das ist wichtig für die späteren Folien, dass man das versteht. Also auch hier ein seitlicher Blick mit dem Gehirn. Hier die Nasenhöhle, hier ist der Mund mit der Zunge, das Rückenmark mit dem Hirnstamm und genau hier diese weiße Struktur ist die Hypophyse mit dem Hypophysenstiel direkt da dran. Wenn wir jetzt von oben drauf gucken, auch hier wieder der markierte Bereich in dem Sattel sitzt die Hypophyse und auf dem MRT wäre das dann dieser Bereich, diese runde ovale Struktur direkt vor dem Hirnstamm, hinter den Augen und der Nasennebenhöhle. Auch von vorne kann man es gut erkennen. Hier ist der Hypophysenstiel und hier die Hypophyse, daneben die beiden großen Schlagadern. Wenn man sich das jetzt mal in Relation zu anderen Strukturen anguckt, dann liegt die Hypophyse genau unter der Sehnervenkreuzung. Das sehen wir hier auf dem linken Bild ganz schön. Die Augen, der Sehnerv geht dann hier nach hinten und da, wo die beiden Sehnerven sich treffen, ist die Sehnervenkreuzung und auch da drunter sitzt dann direkt die Hypophyse. Hier auf diesem Bild sieht man da schon einen Tumor angedeutet. Und wenn man sich das von der Seite anguckt, sieht man das auch hier, die Hypophyse und dann der Sehnerv, der sich da an der Sehnervenkreuzung direkt darüber befindet. Auch hier nochmal auf dem MRT für später die seitliche Ansicht. Und wenn wir das jetzt vergrößern, sehen wir hier die Hypophyse, wie auf dem Schema eben mit dem Hypophysenstiel und diese grün markierte Struktur. Das ist dann der Sehnerv. Wie gesagt, die Hypophyse ist die Hormonschallzentrale, produziert vor allem im Hypophysenvorderlappen die Hormone, die auf den ganzen Körper wirken, typischerweise als sogenannte Vorläuferhormone, die dann auf die spezifischen Organe wirken, die dann wieder ihre eigenen Hormone produzieren. Aber auch die Hypophysenhormone selber können auf die Organe oder auch auf die Knochen oder auf die Muskeln wirken. Bei den Hypophysentumoren geht es insbesondere um den Hypophysenvorderlappen. Ein Hypophysenhinterlappen ist eigentlich nicht eine Struktur, die die Tumoren selber bildet, aber der Hypophysenhinterlappen selber bildet auch Hormone, die typischerweise vor allem auf die Niere mit dem ADH wirken, das das Wasser zurückholt in den Nieren oder aber auch auf die Geschlechtsorgane. Kommen wir jetzt zu den eigentlichen Hypophysentumoren. Hypophysentumoren sind an sich, wenn man es theoretisch betrachtet, das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Menschen untersuchen würde oder auch bei Verstorbenen einfach mal die Hypophyse sich angucken würde, relativ häufig, das heißt bis zu 10% der Bevölkerung haben eigentlich einen Hypophysentumor. Davon sind aber höchstens 1% größer als 1 Zentimeter und was für uns in der medizinischen Realität relevant ist, ist nochmal deutlich seltener. Da spricht man so von 115 Fällen pro 100.000 Einwohner, also deutlich weniger als diese 10 oder auch 1%. Und deswegen sind das in der Regel dann auch Zufallsbefunde. Das heißt, man kriegt ein MRT wegen irgendeiner Fragestellung und sieht dann zufällig einen Hypophysentumor, der eigentlich gar keine Bedeutung hat. Die Hypophysentumoren selber sind fast immer gutartig. Das sieht man hier schön auf der rechten Tabelle, wobei das eine Tabelle ist, die eigentlich nur die Anzahl von operierten Hypophysentumoren dargibt. Das heißt, die nicht operiert wurden, finden sich hier nicht. Das heißt, die eigentliche Anzahl an gutartigen Tumoren ist nochmal deutlich höher.
Und selbst bei den Operierten sind es 91% gutartige Tumoren, 5% Zysten und am Ende sieht man 1,6% maligne Tumoren, also eine sehr, sehr kleine Gruppe, sodass man eigentlich sagen kann, fast alle diese Tumoren sind gutartig. Wie alles in der Medizin können auch Hypophysentumore eingeteilt werden. Es bieten sich zwei Einteilungen an. Das eine ist nach der Größe. Dann gibt es die sogenannten Makroadenome, die größer als 1 cm sind, oder die Mikroadenome, die kleiner als 1 cm sind. Oder man kann sie auch einteilen nach der Hormonproduktion. Das heißt, es gibt Tumoren, die selber nochmal zusätzlich zur Hypophyse Hormone produzieren. Da teilt man, das sehen wir gleich auch nochmal, in Prolaktinome und alle anderen ein, weil die Prolaktinome so eine gewisse Sonderstellung haben. Oder halt auch in die hormoninaktiven Tumoren. Wenn man sich das hier auf der rechten Seite einmal anguckt, sind die Prolaktinome und die hormoninaktiven Tumoren zusammen die deutlich größere Gruppe als die relativ kleine Gruppe der hormonproduzierenden Tumoren. Was für Symptome machen jetzt diese Tumoren? Das kann ganz unterschiedlich sein. Die können auch gar keine Symptome machen. Sehr große Tumoren oder besonders große Tumoren machen typischerweise Sehstörungen. Und dann vor allem diese sogenannte bitemporale Hemianopsie oder auch ein Scheuklappenphänomen. Das heißt, hier oben sieht man, wie ein normaler Mensch gucken würde. Und wenn der Tumor dann auf die Sehnervenkreuzung drückt, dann fehlen einem vor allem die beiden äußeren Quadranten oder Hälften des Gesichtsfelds, sodass man dann nur noch das in der Mitte quasi sieht. Wenn es jetzt zu Hormonproduktion oder Hormonmangel kommt, dann kommt es zu verschiedensten Symptomen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und Hypophysenadenome können auch oder Hypophysentumoren können auch Kopfschmerzen verursachen, wobei es natürlich auch andere Ursachen für Kopfschmerzen gibt und man nicht immer gleich sagen kann, dass es durch den Hypophysentumor kommt. Hormonproduktion kann auch durch ganz, ganz kleine Tumoren passieren. Die müssen nicht besonders groß sein dafür. Während ein Hormonmangel in der Regel eigentlich nur durch große Tumoren entsteht, dadurch, dass die hormonproduzierenden Zellen, kann ich das so vorstellen, wie plattgedrückt werden und dann nicht mehr so gut funktionieren. Und hier unten sieht man einmal, dass es in aller Regel einem bestimmten Schema folgt, wie die Hormone ausfallen, je größer der Tumor wird. Kommen wir zu der ersten Gruppe, das ist das sogenannte Prolaktinom, das haben wir eben schon mal erwähnt. Das heißt, ein Tumor, der Prolaktin produziert, der so ein bisschen ein Sonderfall der Hypophysenadenome ist. Hier sieht man auf der rechten Seite wieder ein seitliches MRT und ein MRT von vorne. Und auch hier sieht man sehr schön, wie groß diese Tumoren eigentlich werden können. Wenn man sich das Bild von eben in Erinnerung ruft, wäre die Hypophyse ungefähr hier und der Tumor geht halt weit darüber hinaus. Und Prolaktinome sind auch mit so die größten Hypophysenadenome, die wir so sehen. Die Symptome können auch hier sehr vielfältig sein. Allgemein kann man sagen, Unfruchtbarkeit, also Infertilität, Libidoverlust oder bei jüngeren Menschen dann auch eine verzögerte Pubertät. Bei Frauen typischerweise Zyklusstörungen, Milchbildung ist ein Symptom, was häufig genannt wird. Bei Männern im Gegenteil dann der Testosteronmangel, Impotenz, aber auch hier die Brustvergrößerung. Eine Milchbildung bei Männern ist eher selten, aber auch möglich. Kommen wir zu den Wachstumshormonen. Wenn man einen Wachstumshormonmangel hat, dann kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, als wenn der ganze Stoffwechsel so ein bisschen reduziert wird. Das heißt, die Leute nehmen deutlich an Gewicht zu. Das ist dann die sogenannte Stammfettsucht, bauen an Muskelmasse ab, sind weniger leistungsfähig. Und bei Kindern kommt es dann zu einem Minderwuchs. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Während beim Wachstumshormonüberschuss, als bei der Gruppe der Erwachsenen, vor allem die Akromegalie, ein großes Thema ist, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und bei den Kindern, wo die Wachstumsfugen noch nicht verschlossen sind, oder auch bei Jugendlichen, kommt es dann zum sogenannten Riesenwuchs. Aber auch hier können eine Vielzahl an anderer Symptome entstehen, Karpaltunnelsyndrome, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkprobleme. Da gibt es wirklich eine sehr große Bandbreite. Akromegalie bei Erwachsenen mit zu viel Wachstumshormon bedeutet im Endeffekt, dass die Akrin, also die Gliedmaßen, aber auch das Gesicht weiter wächst, als es sonst so sein sollte. Und hier hat man mal einen schönen Zeitverlauf von einer Dame und hier von einem Herrn, jeweils mit einer Akromegalie. Und man sieht sehr schön, wie die Nase und die Lippen im Laufe der Zeit immer größer werden. Auch hier die Nase insbesondere und die Lippen sind immer größer. Und hier angedeutet sozusagen, wie groß die Hände dann werden im Vergleich zur Normalbevölkerung.
Das ist auch eine typische Frage, ob die Handschuhgröße oder die Schuhgröße oder früher insbesondere auch die Hutgröße größer geworden ist, weil der gesamte Kopf auch wächst. Bei Kindern und Jugendlichen, wie gesagt, kommt es zum sogenannten Riesenwuchs oder Zwergenwuchs. Hier auf der rechten Seite mal beispielhaft. Das heißt jetzt nicht, dass die unbedingt ein Wachstumshormonproblem hatten, aber der größte Mann der Welt und der kleinste Mann der Welt entsprechend dann diese Ausmaße kann das dann annehmen, wenn ungehemmt Wachstumshormone produziert werden oder halt komplett fehlen. Das nächste Hormon ist das ACTH. Das ist ein Vorläuferhormon, insbesondere vom Cortison. Das heißt, wenn man zu viel ACTH hat, dann hat man auch zu viel Cortisol oder Cortison. Das ist im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche. Und Cortisonüberschuss kennen viele Leute von Medikamenten, wenn man das zu lange einnimmt. Und dann kriegt man diese typischen Symptome namens Stammfettsucht und Vollmondgesicht, aber auch Blutzuckerentgleisung mit einem Diabetes oder auch Bluthochdruck. Aber auch hier auf der rechten Seite sieht man eine Vielzahl an Symptomen, die wir jetzt nicht alle im Detail durchgehen wollen. Im Gegenteil, der ACTH-Mangel oder auch der Cortisolmangel dann führt eher zu Müdigkeit, Kraftlosigkeit, dem Gewichtsverlust im Gegensatz zur Gewichtszunahme, zu niedrigen Blutzucker, aber auch zu Gelenk- und Muskelschmerzen. Und das Vollbild des ACTH-Mangels oder des Cortisolmangels ist die sogenannte Addison-Krise, die wirklich lebensgefährlich sein kann, wo auch man schnell in die Notaufnahme kommen muss und schnell behandelt werden muss, weil es da zu einem rapiden Blutzuckerabfall mit Blutsalzverschiebungen und Organversagen kommen kann und im schlimmsten Fall dann über den Schock auch bis zum Tode führen kann. Schilddrüsenhormone, da müssen wir jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, das ist häufig auch schon bekannt. Wenn man zu viel Schilddrüsenhormone hat, dann gibt es eine sogenannte Schilddrüsenüberfunktion. Auch das bedeutet, dass der Stoffwechsel eher zu stark funktioniert, während der Hormonmangel eher eine Schilddrüsenunterfunktion, also einen niedrigen Stoffwechsel dann macht. Bedeutet bei Schilddrüsenüberfunktion ein schneller Herzschlag, Gewichtsverlust, weil der Umsatz so hoch ist, während bei der Schilddrüsenunterfunktion der Herzschlag eher langsam ist und dann das Gewicht eher auch zunimmt. Die Sexualhormone, auch das ist überwiegend selbsterklärend, ein Hormonüberschuss durch ein Hypophysenadenom ist eher selten, führt dann bei jungen Leuten zu einer vorzeitigen Pubertät, bei Älteren dann zu Zyklusstörungen oder auch mal zu Hodenvergrößerungen, während der Hormonmangel dann im Gegenteil natürlich zur ausbleibenden Pubertät oder auch zu einem ausbleibenden Wachstumsschub führen kann, aber auch hier Zyklusstörungen, Impotenz und Verlust von Genital- und Bartbehaarung, also den sekundären Geschlechtsmerkmalen, ist dann ein mögliches Symptom. Eine Sonderform haben wir noch zum letzten, das ist der sogenannte Hypophyseninfarkt, also wenn man so wie einen Schlaganfall in der Hypophyse hat oder auch eine Einblutung. Auch hier besteht Lebensgefahr und es muss dringend behandelt werden. Die Patienten entwickeln typischerweise plötzliche Kopfschmerzen mit Nackensteifigkeit, Übelkeit und Erbrechen in wenigen Minuten oder Stunden. Häufig begleitet von Sehstörungen, werden sehr müde und fallen dann schlussendlich auch ins Koma, wenn man es nicht weiter behandelt. Kommen wir jetzt zur Diagnostik und Behandlung. Die Diagnostik, so zusammenfassend, ist eigentlich relativ einfach. Man braucht ein Bild vom Kopf, typischerweise ein MRT und eine Blutentnahme mit den entsprechenden Hormonen, um einmal zu gucken, um welche Gruppe der Hypophysentumoren es sich handelt. Und die weitere Behandlung ist dann immer interdisziplinär. Das heißt zum einen wir als Neurochirurgen, die Behandlung so ein bisschen leiten, die Radiologen oder auch Neuroradiologen, die die Bilder machen, die Endokrinologen, das sind die Experten für die Hormone, die Augenärzte für die Sehstörung, wenn es eine gibt oder auch um die auszuschließen und in wenigen Fällen, da kommen wir dann vielleicht später auch nochmal zu, die Strahlentherapeuten, weil man solche Tumoren manchmal typischerweise, wenn sie wiederkommen nach einer Operation, auch behandeln muss mit Strahlentherapie. Welche Behandlung ist jetzt die richtige? Das kommt immer ganz darauf an, was für ein Tumor es ist und wie groß er ist. Die ganz kleinen, nicht aktiven Tumoren, also nicht hormonaktiven Tumoren, kann man in aller Regel kontrollieren, haben wir gesagt. Das sind typischerweise Zufallsbefunde, die gar keiner Behandlung bedürfen. Nichtsdestotrotz sollte man die nicht aus den Augen verlieren, falls die größer werden und dann eventuell doch Symptome machen könnten. Die Gruppe der Prolaktinome, habe ich ja angekündigt, ist eine Sonderform unter diesen ganzen Adenomen, weil das eine Gruppe ist, die wir eigentlich nur sehr selten operieren. Sondern das ist eine Therapie, die vor allem medikamentös funktioniert und damit auch sehr gute Ergebnisse erzielen kann, auch ohne OP, was bei den anderen Tumoren häufig nicht möglich ist.
hier kann es auch mal zu einer OP kommen, wenn die Nebenwirkungen so extrem sind, dass der Patient das nicht verträgt oder die Medikamente nicht anschlagen und es dann doch operiert werden muss. Hier kann man vielleicht nochmal sagen, dass viele Hypophysenadenome tatsächlich eine Prolaktinerhöhung machen, die allerdings sehr, sehr gering ist und nicht für ein Prolaktinom spricht, sondern ein Prolaktinom hat wirklich eine deutliche Erhöhung bei den Laborwerten und nicht nur eine ganz geringe, sodass man da, wenn man sich damit nicht auskennt, häufig in die Irre geleitet werden kann. Alle anderen Tumoren, das heißt die nicht kleinen, nicht hormoninaktiven und nicht Prolaktinome, sollten eigentlich operiert werden. Das heißt insbesondere, wenn man Symptome davon hat, ist natürlich klar. Hormonaktive Tumoren, außer die Prolaktinome, die sollten immer erst medikamentös behandelt werden, außer in gewissen Notfällen. Und natürlich die großen Tumoren oder die wachsenden Tumoren, damit sie nicht zu Symptomen führen. Operationsmethoden, der Titel sagt ja schon, Operation durch die Nase, das ist auch das, was wir in der überwiegenden Zahl der Fälle eigentlich machen. Man sagt, so 95% werden durch die Nase operiert. Und hier hat man das mal schematisch angedeutet, wie dann der Weg wäre. Die Tumoren, die jetzt nicht Hypophysenadenome sind, sondern die anderen Entitäten, wie jetzt bösartige Tumoren zum Beispiel oder auch gewisse Zysten, die müssen tatsächlich eher durch den Kopf operiert werden. Das heißt, hier geht man dann von der Seite, das sehen wir gleich nochmal, unter dem Gehirn entlang. Das heißt, was man dann macht, ist, der Kopf wird ein bisschen rasiert an der Haaransatzgrenze. Dann gibt es hier einen gebogenen Hautschnitt, der etwas kleiner ist als der hier eingezeichnete. Und dann geht man hier unter dem Gehirn entlang bis an die Hypophyse. Hier sieht man sehr schön die die Sehnervenkreuzung mit dem Tumor darunter. Und hier am Ende der OP ist der Tumor komplett verschwunden und die Sehnervenkreuzung hat wieder Platz. Durch diesen Hautschnitt erzielt man sehr schöne kosmetische Ergebnisse, dass man hinterher eigentlich gar nichts mehr sieht, wenn die Haare dann darüber gewachsen sind. Jetzt zum eigentlichen Teil der Operation durch die Nase. Da gibt es auch zwei große OP-Techniken, die jetzt aber auch kombiniert werden können, was wir typischerweise auch machen. Das heißt, man kann das einmal unter dem OP-Mikroskop operieren oder mit einem sogenannten Endoskop. Das kennt man inzwischen eigentlich auch von diesen ganzen minimalinvasiven Eingriffen. In einigen Fällen benutzen wir dann noch unsere Neuronavigation. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Navigations- oder GPS-System fürs Gehirn, wo der Kopf dann eingelesen wird und man dann genau sieht auf dem MRT, wo man sich in der Operation jetzt befindet. Gerade bei Vor-OPs oder schwierigen Fällen kann das mal notwendig werden und ist dann auch kein Problem, das einzusetzen. Hier einmal schematisch, wie das dann aussieht. Hier ist der Beatmungsschlauch durch den Mund und wir gehen dann durch die Nase an die Keilbeinhöhle und kommen dann an die Hypophyse. Und das gucken wir jetzt nochmal uns im Detail an. Wenn man das operiert, dann wird alles abgedeckt bis auf die Nase, damit das auch alles möglichst steril bleibt. Wir haben ein sehr großes OP-Team, mehrere, typischerweise zwei OP-Pflegekräfte, zwei Ärzte aus der Neurochirurgie, ein Arzt oder eine Ärztin aus der Anästhesie, eine Anästhesiepflegekraft und manchmal auch noch weitere Leute dazu. Wenn wir jetzt uns das unter dem Mikroskop angucken, oben haben wir dann immer die schematische Darstellung, unten dann das Bild, was wir aus dem OP-Mikroskop aufgenommen haben. Sieht man hier, man geht durch ein Nasenloch. Welches Nasenloch ist meistens relativ egal. Manchmal sollte man aber auch das eine oder das andere nehmen und geht dann hier durch die Schleimhaut durch, bis man dann am Ende hier an der Keilbeinhöhle ankommt. Dafür muss man am Ende auch ein bisschen Knochen wegnehmen von der Nasenscheidewand, sodass man dann am Ende hier an der Keilbeinhöhle oder in die Keilbeinhöhle kommt. Dann sieht man hier richtig schön, wie man hier an einer Höhle ist. Und dann wird das Hypophysenadenom oder der Hypophysentumor hier nach und nach entfernt. Typischerweise benutzt man da tatsächlich solche sehr kleinen Löffel, um den dann nach und nach zu entfernen, sodass man am Ende dann häufig so ein Bild sieht, wo dann die gesunden Hirngewebstrukturen herunterkommen. Man manchmal auch die gesunde Hypophyse noch sieht und dann eigentlich relativ sicher ist, dass man den gesamten Tumor entfernt hat. Jetzt haben wir hier nochmal ein anderes Beispiel von vorher und hinterher. Hier sieht man den Hypophysentumor und hier sieht man die Höhle mit den gesunden Strukturen, die man auf dem Bild hier ein bisschen unscharf, aber doch ganz gut abgrenzen kann. Wenn wir jetzt den anderen Zugang angucken, das heißt durchs Endoskop, dann sieht man hier das erste Bild, wenn man das Endoskop gerade in die Nase hineingeschoben hat. Hier die untere Nasenmuschel mit der Nasenscheidewand. Und wenn man das Endoskop dann weiter nach vorne und oben schiebt, dann sieht man hier die untere und die mittlere Nasenmuschel mit der Nasenscheidewand.
Hier wäre der Übergang zum Rachen. Und dann muss man hier im Bereich der mittleren Nasenmuschel auch durch die Schleimhaut durchgehen. Das heißt, man verödet die dann hier, muss dann die ein bisschen aufmachen und im nächsten Schritt dann auch am Knochen, wie beim mikroskopischen Zugang auch, den Knochen entfernen, damit man dann hier in der Keilbeinhöhle landet. Und wenn man sich das dann alles schön darstellt, dann sieht man gerne mal dieses Bild. Dann sieht man hier sehr schön den Boden der Sella, wo die Hypophyse drin sitzt. Hier drunter der Knochen, der dann weiter hinten wäre. Und dann muss man hier den Boden der Sella aufmachen, damit man dann in die Sella reinkommt und zum Hypophysentumor, den man dann hier unter der harten Hirnhaut findet. Dann sieht man hier sehr schön den Hypophysentumor, wie er gerade mit einer Zange rausgenommen wird. Und wenn er dann entfernt wurde, sieht man, wenn man Glück hat, dieses Bild, wo man hier die gesunden Strukturen sieht mit der Hirnhaut und den beiden Anteilen der Hypophyse. Auch hier nochmal ein zweites Vorher-Nachher-Bild. Hier ein großer Tumor, der gerade mit der Fasszange entfernt wird. Und hier hinterher das Bild, wo man in die gesunde Höhle dann blickt, mit den restlichen gesunden Anteilen der Hypophyse. Was bedeutet es jetzt, wenn man die Diagnose bekommt, man hat ein Hypophysenadenom und das muss operiert werden? Im Prinzip kann man sagen, die Aussichten sind trotzdem sehr gut. Das heißt, wenn man schon Sehstörung hat, erreichen wir trotzdem bei bis zu 92% eine Verbesserung oder sogar eine Normalisierung des Sehens. Bei hormonproduzierenden Tumoren kann man auch davon ausgehen, dass 70-90% der Tumoren aufhören, wenn sie entfernt wurden, oder der Resthypophyse aufhört, diese vermehrte Hormonproduktion zu zeigen. Wenn man schon einen Hormonmangel hat, erreicht man häufig auch eine Verbesserung der Hormonproduktion, wobei das immer davon abhängt, wie groß das Ausmaß der Schädigung ist. Wenn natürlich alle Zellen durch einen sehr großen Tumor zerstört sind, dann kann auch die beste Operation nichts mehr retten. Und wenn man sich die Langzeitergebnisse anguckt, dann kann man sagen, dass nach 10 Jahren 80-90% der Patienten tumorfrei sind, wobei es da natürlich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Tumorarten gibt. Risiken gibt es bei jeder Operation, auch bei dieser natürlich. Allgemeine OP-Risiken, wie zum Beispiel Blutung oder Infektion oder Thrombosen, gibt es bei allen OPs, das heißt auch bei Blinddarm-OPs oder am kleinen C. Da ist diese OP keine Ausnahme. Die besonderen Komplikationen oder Risiken dieser Operation sind die anderen 4 Punkte auf dieser Folie, und die werden so in Größenordnung von bis zu 5% angegeben. Das heißt, eine Nervenwasserfistel bedeutet, wenn wir die harte Hirnhaut aufmachen, was wir tun müssen, um an den Tumor ranzukommen, kann es manchmal passieren, dass das Nervenwasser da rausläuft. Und selbst wenn man das dann versucht, wieder wasserdicht zuzumachen, kann es manchmal dazu kommen, dass das Nervenwasser trotzdem da rausläuft und dann entweder aus der Nase oder den Rachen runterläuft. Und das muss man natürlich dann nochmal behandeln. Ein Diabetes insipidus, da kommen wir nochmal auf eine sehr frühe Folie zurück, da wo wir über die Hormone gesprochen haben, nämlich das sogenannte ADH, was für die für den Wasserhaushalt in der Niere zuständig ist. Wenn das nicht mehr ordentlich gebildet wird, dann kommt es zum sogenannten Diabetes insipidus. Das heißt, die Patienten verlieren sehr viel Wasser, müssen sehr viel trinken oder halt dann die entsprechenden Medikamente nehmen. Das ADH kann man nämlich auch sehr gut als Medikament verabreichen. Ein dauerhafter Diabetes insipidus ist sehr, sehr selten. Man spricht da so von unter 1%, aber vorübergehend nach der OP kann das durchaus auch mal auftreten. Natürlich kann man auch einen neuen Hormonmangel verursachen, wenn man die Resthypophyse schädigt bei der Operation, sodass man dann im schlimmsten Fall lebenslang Hormone einnehmen muss. Auch da gibt es häufig nur vorübergehende Zustände, wo sich die Funktion dann im Verlauf wieder normalisiert. Oder Riechstörungen, das bedeutet, wenn man zu viel auf dem Weg zur Hypophyse in der Nase zerstört hat von den Riechzellen, kann es sein, dass man weniger oder auch gar nicht mehr riecht. Jetzt gucken wir uns noch ein paar Fallbeispiele an. Das ist ein Fall aus diesem Jahr, gar nicht so lange her. Ein Patient, der hat sich vorgestellt mit ganz plötzlichen Symptomen, heftigen Kopfschmerzen, Doppelbildern, Übelkeit, Erbrechen. In der Notfallsituation kann man häufig kein MRT machen. Da hat man ein CT gemacht, weil es einfach deutlich schneller geht. Und auch hier sieht man hier in diesem Bereich die Sella mit dem Hypophysentumor. Wenn man von vorne guckt, wäre das diese Struktur, kann man das schon ganz gut abgrenzen. Nichtsdestotrotz hat man dann noch ein MRT machen können, und hier sieht man diese relativ große Struktur, die auch sehr inhomogen wirkt, also sehr unruhig, sodass man da davon ausgehen muss, dass das entweder eine Einblutung oder ein sogenannter Hypophyseninfarkt ist
wo wir ja vorhin schon gesagt haben, dass da durchaus Eile geboten ist. Der wurde dann auch sehr schnell operiert. Und hinterher sieht man dann dieses Bild, wo der Hypophysentumor nicht mehr nachweisbar ist. Dem Patienten geht es hervorragend, die Sehstörungen sind wieder besser geworden. Und da kann man sehen, dass es ein sehr gutes Ergebnis geben kann, auch wenn in dem Moment eine sehr brenzliche Situation vorlag. Dann gucken wir uns jetzt noch einen von diesen vorhin erwähnten Prolaktinomen an. Das heißt, das ist ein Tumor, der nicht operiert wurde, sondern mit Medikamenten behandelt wurde. Und hier sehen wir ein Bild von 2009. Vom Februar mit diesem Tumor in zwei Schichten und dann 3 Monate später sieht man schon unter der medikamentösen Behandlung, wie klein der hier geworden ist und wenn man sich das Ganze ein Jahr später anguckt, ist er deutlich kleiner geworden, ist zwar noch nachweisbar, aber hier sieht man ein sehr schönes Ergebnis, wie bei diesem Prolaktinom auch ohne Operation mit Medikamenten wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Jetzt noch ein paar Vor- und Nachher-Bilder nach Operation. Hier sieht man den Sehnerv mit dem Hypophysenstiel angedeutet und hier den Tumor. Und wenn man ihn entfernt, sieht man hier keinen Tumor mehr nachweisbar. Den Hypophysenstiel sieht man etwas besser abgrenzbar. Und wenn man jetzt größere Tumoren sich anguckt, dann sieht man hier den Sehnerv eigentlich gar nicht mehr nachweisbar, während man ihn hier, wie auf diesen Bildern, die wir uns vorhin mal angeguckt haben, eigentlich wieder sehr schön abgrenzen kann. Und auch hier sieht man eigentlich keinen Anhalt mehr für einen Resttumor nach der Operation. Hier sehen wir einen bisschen kleineren Tumor, hier auch wieder schön zu sehen den Hypophysenstiel und diese kugelige Struktur auf der linken Seite im Bild, die entfernt wurde. Und hier sieht man dann hinterher, wie der Hypophysenstiel sich etwas in die Mitte verlagert. Der Tumor ist auch komplett weg, kein Anhalt mehr für einen Resttumor. Auch hier ein sehr schönes Ergebnis nach der Operation. Und damit wäre ich schon am Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Bedarf haben, können Sie uns gerne kontaktieren in unserer neurochirurgischen Ambulanz. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt Ihre Fragen stellen. Wir warten mal noch eine Minute ab, ob jemand eine Frage hat und die Frage ist, ob man den Tumor sehr eindeutig und leicht identifizieren kann. Das kann mal so und so sein. In aller Regel kann man ihn eigentlich sehr gut abgrenzen, muss man sagen. Es gibt einige Sonderfälle, wo man das kaum kann. Aber typischerweise kann man sowohl von der Konsistenz als auch vom Optischen eigentlich sehr gut zwischen dem Tumor und der gesunden Hypophyse unterscheiden. Deswegen den Tumor auch sehr gut entfernen. Das hat man ja auch in einigen Bildern gesehen. Da war es natürlich besonders schön abgrenzbar. Es gibt Fälle, wo das nicht so ist, aber in aller Regel kann man das eigentlich sehr gut abgrenzen. Die Frage ist, wie oft wir diese Art von Tumoren operieren und das variiert sehr stark. Es gibt Wochen, da haben wir mehrere davon, dann gibt es auch mehrere Wochen, wo wir das mal nicht operieren. Sind häufig ja planbare Operationen, ne, haben wir ja gesagt, die wachsen langsam und dann kann man das gut planen. Aber manchmal kommen die dann mit Sehstörungen, wo man dann auch relativ schnell operieren sollte. Und dann gibt es das tatsächlich mal, dass wir da mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche das operieren müssen. Und manchmal gibt es andere dringliche OPs, sodass wir das dann nicht operieren. Eine genaue Zahl kann ich da jetzt nicht nennen. Die Frage ist jetzt, wenn zu viel gesundes Gewebe entfernt wird, haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet. Das heißt, wenn man von der gesunden Hypophyse was entfernt, dann reicht es häufig trotzdem aus, wenn der Hypophysenstiel noch etwas Resthypophyse da ist. Aber wenn man zu viel entfernt, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass die restliche Hypophyse oder der Hypophysenstiel nicht mehr genug Hormone produzieren kann und dann diese ganzen Hormone oder einzelne Hormone typischerweise
die Hypophyse sonst produziert, mit Medikamenten ersetzt werden müssen. Das heißt, man muss dann im schlimmsten Fall ein Leben lang jeden Tag diese Hormone als Medikament einnehmen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sage ich nochmal vielen Dank und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.